Wie heißt dieser berühmte Mann? Mstislav. Wie bitte? Mstislav. Leopoldovich Mstislav Rostopopovich. Heißt er nur Popovich oder Rost von dran? Rostopopovich. Ja. Da ist allein der Name schon also eine Karte wert. Also. Da kommt so eine Art Überlegenheit, aus die ich mir gar nie rausnehmen wollte. Es ist der Unterschied zwischen uns beiden ist, sage ich einfach nur, ungefähr. Du hast es schon richtig gesagt. Schau, wir sind in einer Zeit, in der ist die Oberfläche Inhalt geworden. Und in dieser Zeit bin ich halt einmal eine fleischgewordene Milchmädchenrechnung. Und das muss man erst begreifen. Und in der habt ihr halt jetzt mal Platz genommen. Ja, populäre Musik. Genau. Heute der Michael nicht, Jackson nicht, will nicht, ja wieder auf Tour gehen. Ja, jetzt kommt nämlich die Aufgabe für Chili Con Cello. Wir werden jetzt ein uraltes Rockstück hören. Das ist die Filmmusik zu den Bildern, die ihr sehen werdet. Ich werde währenddessen erklären, was mich dazu gebracht hat, diesen Film oder diese Aufnahmen zu zeigen, die wir vor 5 Tagen gemacht haben. Es geht um niemand anderen als, aber ihr müsst jetzt dann spielen, sonst geht's nicht. Fangt einfach mal spielen an, das passt ihm. Ja, fangt einfach mal an. Nein. Ich erzähle dir dabei was. Sie haben vielleicht alle schon. Sie haben vielleicht alle schon mal gehört, dass Michael Jackson wieder live auftreten will. Wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, weil ich mir von ihm 20 Euro leisten wollte. Allein. Wir gehen an den Zigaretten, an den Geldautomaten. Was passiert? Es kommt kein Geld raus. Sie können es hier live sehen. Michael Jackson drückt und drückt und drückt. Aber es kommt kein Geld raus. Das hat zu folgender Überlegung geführt. Michael Jackson muss wieder live auftreten. Deswegen sind wir als nächstes mit den paar Cent, die rauskommen sind, zum nächsten Telefonautomaten und haben 10 Konzerte in London organisiert, die Sie im Juni diesen Jahres sehen können. So nah sind wir dran am internationalen Showbusiness. Aber wahrscheinlich ist dieses Lied von Chili Con Cello länger als der Beitrag. Das nur, um meine persönliche Wichtigkeit ins richtige Licht zu setzen. Ja, lang, mehr, ja, mehr, cook it up, bring it up, heat it up, do something, yeah, do it, yeah, more, Michael Jackson and the only one, Mr. the King, Ali Khan, thank you, Chili Con Cello. I love you. Das war ganz gut gemacht. Schaut euch mal das an. Sind natürlich ganz. Normalerweise sind ja die aus Rosshaar gemacht oder was? Aus was sind diese Bügel gemacht? Aus meinen Haaren. Ja, das glaube ich. So, deswegen verlieren Cello-Spieler gerne mal ihr Haupthaar sehr früh. Sehr, sehr schön. Bitte? So altert man, sieh dich vor. Ja, ich brauche mir die Vorsicht, ich bin bereits alt. Also ich habe das schon hinter mir. Das mit nein, ich bin nicht. Ich weiß schon, von dir weiß ich eines, der stumme Cellospieler hat sein Gehör verloren, sehr früh. Es muss vor ungefähr 30 Jahren gewesen sein, als er ein Konzert, sein einziges bis jetzt, sein erstes und letztes Rockkonzert gehört hat. Ja, mit dir am Schlagzeug. Das kann der Grund sein, warum du heute fast nichts mehr hörst. Wundert mich so lang zurück. Also normal freut man sich ja, wenn jemand sagt, ah, ich habe dich gehört im Konzert. Aber war das wirklich vor 30 Jahren ungefähr? Ja, es kann schon sein. Also es kommt mir sehr lang vor. Was hast denn du in der Zwischenzeit gemacht, außer Cello spielen? Nix.
super Gespräch heute. Da kommt dann normalerweise unter klassischen Musik, ja, ich war dann zuerst mal 5 Jahre in Indien und bin dann raufgekommen und so weiter. Nix. Also du hast sofort Cello spielen angefangen und dann halt weiter gesägt. Ich spiele immer noch. Du spielst immer noch, ich auch. Aber na, selten. Bitte. Selten. Nein, ja, und sonst so? Nein, also ich bin, wie gesagt, du siehst hier den Notenständer, ich spiele von Noten und ich rede auch, wenn du mir einen Text gibst, aber so sage ich nichts. Also, sag mal, dann möchte ich jetzt nur deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn ich dir Folgendes zeige, weil du sagst, du liest auch. Und ich möchte nur deinen Gesichtsausdruck, meine Seher wissen, was du jetzt zu sehen bekommst. Ich möchte nur deinen Gesichtsausdruck sehen. Ich zeige dir den Inbegriff der Erotik. Naja. Ich meine, du sagst,